Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime, und wir sind zurück bei Divinity. Und heute sind wir mal wieder nicht alleine. Wir haben wieder Besuch von dem Wonka. Hallöchen. Einen wunderschönen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, du siehst es. Ich habe die letzte Partie irgendwie ein bisschen ungünstig beendet, möchte ich sagen. Ja, wir sind mitten im Kampf. Ja, ich kenn's nicht anders von dir. Ich wollte gerade sagen, das liegt daran, dass ich es nicht lassen kann und hier looten wollte und die Magister irgendwie einen Kopf kürzer machen wollte und naja, wie das halt so ist. Und weil ich beim letzten Mal die Schmiede, an der du stehst, total leer gelootet habe und zu gierig war und außenrum an noch eine Kiste ran wollte, bin ich in den nächsten Fight gestolpert. Naja, ist alles nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir prügeln uns hier einfach mal durch. Ich denke mal, die paar Gegner hier sollten jetzt irgendwie nicht so das Thema sein. Die stehen, glaube ich, auch alle. Ja, die sind auch alle draußen. Gut. Wie fangen wir am dümmsten an? Ich habe den ersten Zug. Ist die Frage, ob ich nach vorne renne. Ja, da oben sind noch zwei Bogenschützen. Ich guck mal, wo ich noch hin kann. Bis dahin kann ich. Dann könnte ich den da hinten noch treffen. Wartet mal, ich mal kurz gucken. Hast du dir schon mal angeguckt, wie es bei denen mit Rüstung aussieht oder noch gar nicht? Nö. Okay, die Bogenschützen haben mehr magisch, ein bisschen physische, und die unten haben mehr physisch und der Hund hat sogar nur physisch. Da könnte man eventuell sogar schon fast überlegen, ob ich auf den Hund nicht erstmal gehe. Dann stelle ich mich erstmal kurz. Ach komm, ich bin mal. So. Und dann schauen wir mal. Ach, ich habe meinen Timer gar nicht gestartet. Ach so, willst du mich vielleicht erst leveln? Was sehe ich gerade? Ja, vielleicht machen wir erstmal den Fight. Also das mit dem Leveln, das könnte wieder einen Moment dauern, weil ich mir aktuell noch ein bisschen unschlüssig tatsächlich bin. Okay. Und Idiot, ich hätte eigentlich erstmal buffen sollen, uns alle Mann. Und jetzt bin ich aber schon losgerannt. Das war ja clever. Das war ja clever. Mal gucken, was passiert. Komme ich noch an alle ran? Ja, ich komme noch an alle ran. Komm, egal. Ich buff uns erstmal. Und dann habe ich zwar keine AP mehr, aber Wayne. Gut, Hündchen kommt. Okay, Lose ist am dransten. Und Lose kann auch einmal buffen, bitte. Dann lohnt sich das nämlich. Kann einen Schritt nach vorne gehen. Ah, kommt mal hier hin. Und dann hauen wir mal hier rein. Sehr schön. Okay. Ah, oh. Ja. Da haben wir Ivan, der uns immer noch unbedingt helfen möchte, der gute Kerl. Der gute Ivan. Was haben wir hier? Ach ja. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken, wie weit komme ich denn mit diesem Skill? Ah, das schaffe ich nicht. Das kostet auch zwei. Schade. Ich hatte gerade überlegt, ob ich den fossilen Hieb eventuell machen kann, aber ich komme damit nicht über die. über diesen Wall. Naja, okay, macht keinen Sinn. Dann komm du mal. Du kommst mal nach hier vorne. Ich hoffe, das passt noch. Und dann machen wir dich mal einen Ticken langsamer. So. Okay, er stärkt, ja. Oh, Nagelbombengranate, okay. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Ja, ich kann wahrscheinlich nicht ranlaufen. Der Hund nicht. Die haben ja alle noch alles. Zur Not, wenn du weit läufst, ich könnte dich eventuell in der nächsten Folge porten oder ich könnte dich von Faint porten lassen. Allerdings habe ich ja jetzt auch einen Schildwurf. Ja, der im Übrigen gar nicht schlecht ist. Ja, genau. Aber der lohnt sich fast nur, wenn du halt irgendwie AOE damit machen kannst. Bin ich der Meinung. Klar, ich habe ihn auch schon mehrfach solo benutzt. Einfach um ein bisschen Damage reinzuhauen. Ja, aber so weit komme ich da ja nicht und kann werfen. Daher muss ich nur auf den Hund werfen. Okay. Ja. Ermutigung, okay. Die müssten uns eigentlich treffen, ne? Ja. Ja, die haben erweiterte Range. Und mehr Damage, glaube ich. Ja, vor allen Dingen machen sie mehr Damage, weil sie hochstehen, ne? Die machen weniger, wenn wir hochschießen. Ja, genau. Also die machen, glaube ich, 20% mehr und wir 10% weniger, ne? Das mag sein. Soll,
Soll ich dir den Köter lassen? Dann würde ich schon mal vorgehen oder soll ich dich schon mal direkt irgendwie nach vorne porten? Also Dann der könnte ich Köter nicht. hat ja keine Marische, deswegen war jetzt eher die. Wäre jetzt nicht so der beste Char, um ihn zu killen, aber ich kann es machen. Ach stimmt, ja richtig, ja, vergiss es. Du, ich kann dich auch nach vorne porten, dann kannst du dich um die Bogenschützen kümmern. Ich kann ja mal kurz Also gucken, wie weit ich dich kriegen würde. allgemein, um die Aggro auf mich zu ziehen, wäre schon mal praktisch, denke ich, ja. Ich könnte dich zwischen den linken Bogenschützen und den linken versteinerten Typen, genau zwischen sie, vor die Leiter porten. Ja. Nice. So. Dann hau ich mal. Kann ich das mit dem hier so machen? Reicht natürlich nicht. Okay, dann machen wir mal den Hund hier kurz mal alle. Ah, schaffe ich wahrscheinlich auch nicht, aber egal, komm. So. Okay, lose geht. Hätte ich mir vielleicht doch lieber eine Rüstung geben sollen, statt den Schildwurf zu machen. Wo geht denn lose hin? Lose geht mal aus dem Feuer. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ob das günstig ist, wenn sie sich dahin positioniert. Ah, wir schauen einfach mal so. Und bumm. Okay, jetzt kommt Ivan wieder. Ja. Und er ist auch gebufft übrigens durch günstige Winde, ne? Oh. Ach, Schiete, wie viel magische Rüstung hast denn du noch? Ich hab noch 9. Ah, shit. Weil es ist natürlich jetzt arg verlockend, in den Gestärkten einen Feuerpfeil reinzuwerfen. Ich stehe, glaube ich, nicht in dem Öl drin. Soll ich es mal probieren? Mach mal. Aber ich glaube, warte mal kurz, bevor du es machst. Er kann nicht brennen, weil er gerade fortified ist. Ich habe ja den Skill auch. Okay, naja, perfekt. Dann schmeiße ich da mal. Nice. Okay, das drauf. War schon mal komisch. Du Achso, brennst? Wahrscheinlich. Nee, du hast nicht. Wahrscheinlich entfernt es nur brennen und das verhindert es nicht. Also den Aber Buff. Du brennst nicht? Ja, ich nicht. Ich stehe ja nicht drin. Ich meinte ja auch den Buff, den er hat. Achso. Okay, genau. Sowas haben wir da noch. Okay, dann haben wir da mal. Oder. Wie viel hat er noch? 109. Da, 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 da. Komm. Ja, gut. Das hat immer noch gar nicht an deiner Rüstung geknarzt, ne? Genau. Da könntest du jetzt also, überlegen, ob du das, naja, das verstärkt. Ich bin jetzt. Ach, an deiner ohne, Rüstung, ich meine an deiner HP. Achso, ja, genau. Was machen wir denn Schönes? Wir werden erstmal den Tank weiterspielen. Ich glaube, da hätte ich ja jetzt das Schild hochgenommen, um auch die magische Rüstung gleich hochzuholen. Ja, stimmt. Das Schild. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Achso, naja, mein Gott. Aber eigentlich muss ich ja gar keinen Damage machen, da ihr alle magischen Damage macht, würde ich jetzt irgendwo sinnlos mehr Damage machen und kann beides machen. Ja, du hättest halt hochgehen, du könntest halt hochgehen zu den Bogenschützen, ne? Ja, gut. Das stimmt. Aber das kann ich auch immer machen. Aber. Ja, ja. Okay, jetzt kommt er. Nächste Runde dann doppelt zuhauen. Ja. Ja, das ist. Wir müssen unbedingt gucken, dass er irgendwie noch eine bessere Einhandwaffe kriegt, weil klar ist er jetzt ein schöner Tank und klar, er kann halt wirklich auch tanken, aber wenn er mal Schaden machen soll, dann sollte es wenigstens ein bisschen reinhauen. Und ja. Das finde ich aktuell nicht so geil. Hat der Blödmann mich gerade verkrüppelt? Oh, ich fasse es ja. Okay. Ich hatte ihn ja auch bei mir kurz. Als Damage Dealer, aber habe ich dann wieder zu Tank gewechselt, weil bei mir eigentlich 2 Damage Dealer reichen. Ja, verstehe. Solange die anderen noch ein bisschen Damage machen. So, jetzt habe ich nämlich die Problematik langsam, dass ich meine ganzen Magie-Dinger auf Cooldown habe. Naja, noch nicht ganz. Ich habe noch 2 Nahkampf-Zauber. Ja. So, jetzt hat auf jeden Fall schon mal kein Highground mehr, der Bogenschützen. Genau, das fand ich auch schon ganz nice. Genau, ist mir auch gerade aufgefallen. AFK und so. So. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Lohnt sich bei dem eine schockierende Berührung eigentlich ja fast nicht, wa? Ich mach mal dieses hier. Dann treffe ich ihn hoffentlich auch noch damit.
Ja, sehr schön. Und beide geblendet und ich habe nichts mehr frei. Schade. Ja, ein bisschen... Ah, okay, jetzt geht er mir doch auf die HP. Die gute Lose. Was können wir denn machen? Wir können aktuell... Das bringt alles nicht so das Wahre. Wobei, ihn könnten wir vielleicht noch einfrieren. Ja, okay, schauen wir mal. Die Frage ist, ob sie so weit kommt. Aber doch, das schafft sie. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich beide treffen kann. So. Ach komm, wir machen es einfach mal. Schade, dass man nicht sieht, wie du zielst und so. Das wäre echt schön. Warst du gerade AFK? Ja, ne? Nicht so wirklich. Nee, ich dachte, ich habe gedacht, dass du gesagt kurz AFK und deswegen so ruhig warst. Nee, ich meinte, ich war Brain AFK. Ach so. Ach, und ich auch, weil ich habe jetzt den Hagelschlag gemacht, der mich 3 kostet. Eigentlich dachte ich, ja, kostet mich 2, dann hätte ich den anderen Typen hier, der vorne noch so ein bisschen betäubt ist und geblendet ist, nochmal angreifen können. So kann ich das jetzt nicht machen. Egal. Ifan. Ah, wenigstens läuft er ums Feuer drumherum. Und macht Gift drauf. Ja, der hat ganz lustige Sachen. Der hat nämlich... Oh, nice. Der hat auch noch diese Elementarspitzen. Also je nachdem, wo er gerade steht, kann er Giftpfeilspitzen oder Feuerpfeilspitzen oder Blutpfeilspitzen oder sowas machen. Ah. Das war irgendwie ganz nice. Achso, ja, das kann ich den Skill. So, dann... Macht das Sinn? Nee, ich greife, glaube ich, nur mal so an. So, und nochmal. Unterkühlt. Ich muss mir auch unbedingt angewöhnen, das vergesse ich jedes Mal, ich sollte auf einen brennenden Charakter nicht diese Eissplitter machen. Ja. Weil im Endeffekt stunne ich ihn damit nicht, sondern ich heile ihn nur von dem, von dem Feuer. So. Nice. Ich finde den Skill echt nice, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, oh, du hast einen gekillt. Halt nur eins kostet, ne? Ja, und du hast einen gekillt. Ja. Wir haben gerade schön 800 Erfahrung gekriegt. Weil ihr ja schön die Magic Armor schon die ganze Zeit runterhaut. Genau. Ah, nice. Das ist auch sehr geil, der Gelegenheitsangriff. Immer wieder. So, ich bin am Drunsten. Dann hau ich mal kurz den hier aus den Latschen. Das hoffe ich zu mir. Wobei, ist die Frage, ob ich das überhaupt schaffe. Das ist ein physischer, ne? Okay, ich probiere mal. Dann machen wir doch hier das. Na, hat nicht gereicht. Ah, es schockt. Das ist schon eine schöne Sache. Ja... Und dann ist die Frage, ob ich mich jetzt nicht langsam mal in deine Richtung mitbewege. Das kostet mich 2. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt... Was? Da unten steht auch noch einer. Gut, danke, 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 danke. Wobei, ich habe jetzt... Na, hau ich den nochmal um? Lohnt sich das? Ich hätte jetzt versucht, mit einem physischen Angriff, dieses Sturmbock, in deine Richtung zu kommen, damit ich dann halt bei dir oben stehe. Warte mal, der Hund ist als nächstes dran. Wenn du ihn killst, sind erstmal... 3 Leute von uns dran. Das Problem ist, der hat noch 30 physische Armor und ich habe jetzt eigentlich nur noch physische Angriffe. Ah, okay, verstehe. Deswegen wollte ich mit einem physischen Skill in deine Richtung kommen und wollte die beiden hier unten durch die Fernkämpfer machen lassen. Ja, gut. Die halt dann mit Magie raufhauen. Ja, die ich probier mal zu dir... schaffen die da ja auf jeden Fall. Ja, ich probiere mal zu dir zu kommen. Ich hoffe, dass ich dich dabei nicht umrenne. Ja, mach mal. Okay, so. Gut. Und dann ist Hühnchen dran. Gar kein Thema. Lose ist am dransten. Der Hühnchen hat ja sich den Knochen gesucht. Ja, richtig. So, er hat 24. Okay. Blitz. Eigentlich müssten wir sie jetzt beide down kriegen. Na, wir schauen mal. Ist die Frage... Ja. Crit, nice. Und Boots.
So geil, wenn sie mit Blitz sterben, das finde ich immer so geil aus. So, dann darfst du noch ein Schrittchen gehen. Okay. Oh, hier vorne das ganze Blut steht unter Strom. Ist auch geil. Das Blut unter Strom steht? Ja. So, okay. Du kommst mal hierher. Yummy. Genau, und dann kommst du mal dahin. Ja, jetzt kannst du den Bogenschützen unten angreifen, wie du willst, oder du gehst nach oben. Ich denke mal, durch deine Magierüstung, wenn du durch das Feuer gehst, kriegst du eh keinen Damage. Wie viel Schaden macht dich da? Ach, Kriegsstampf, damit machst du das Feuer dann aus. Aber gut, kannst du ja, ist ja kein Problem. Das ist das Stampfen, ne? Ja. Die Frage ist, ob du so weit kommst. Ja, okay. Sehr schön. Und Niederschlag, und er brennt immer noch. Sehr gut. Hat es ihn getroffen? Nee, ja, doch, es hat ihm ein bisschen, Dings abgezogen. Ich glaube, es ist unten gegen das Ding geprallt, aber... So, ach shit, ja. Ich hätte ihn jetzt gerne... Nee, es hat ihm ein bisschen Rüstung abgezogen, wenn du so ihn mouse-overst. Ich hatte... Nee, wir hatten ihn, glaube ich, noch gar nicht angegriffen. Das war der Kriegsstampfer. Hm? Das war der Kriegsstampfer. Ach so. Ja. Wie ärgerlich, dass mein Teleport noch nicht am Start ist. Ich hätte ihn jetzt gerne in die Flammen geholt. Aber das kann ich eventuell in der nächsten Runde machen. Und diese Runde könnte ich ihn einfach mal killen. Okay, oder soll ich dir den brennen lassen? Nö. Okay, dann hauen wir ihn mal weg. Ich glaube nicht, dass ich noch mal rankomme, oder? Doch, da oben der... ist ja noch... Ah, wir haben noch drei. Kann ich ihn noch einmal angreifen? Ja, das würde ich schaffen. Okay, komm. Ach, von unten? Lol. The fuck. Okay, physische Rüstung ist jetzt down. Nice. Ja gut, mir bleibt dann jetzt fast nichts anderes übrig, außer ihm auch nochmal magische versuchen runterzuhauen, was irgendwie nicht so viel bringt, aber... Naja, okay, komm. So. Und dann kannst du mal noch ein Stück aufschließen. Und den einen Punkt kannst du dir sparen. Sehr gut. Boah, was? Du könntest vielleicht irgendwie mal dieses Schildding auch benutzen, wa? Komm ich ja nicht ran. So. Und treffe ich... Ach, das war irgendwie nicht so... Doch, ich treffe ihn sogar noch. Na komm. So, bitteschön. Habe ich ihn dir vor die Nase gestellt. So. Und komme ich... Nee, das schaffe ich natürlich nicht. Das kostet mich 4. Ja... Und das sind dann 3. Ach Mist. Ach komm, ich greife mal ganz normal an, in der Hoffnung, kein Feuer zu fangen. Da, Elementarpfeilspitzen. Jetzt hat er sich Giftpfeile geholt. So, und Madame Lose hat das Vergnügen, ihn umzunieten. Sehr schön. Ah, nochmal kurz geblitzdingst. So, schnell mal ausruhen. Bumm. Ah, wunderbar. Sehr schön. Und looten. Looten, looten, looten. Ein großer Schlüssel des göttlichen Ordens. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch einen Magisterschlüssel gekriegt. Nochmal des göttlichen Ordens. Eine Giftflasche und einen Teller. Oh, was ist denn das hier? Magische Kappe. Ungewöhnlich. 10 magische Rüstung und 3 physische und plus 1 Nekromant. Erfordert 11 Intelligenz. Oh, und ein kleiner Trank der magischen Rüstung. Auch sehr nice. Okay, es lohnt sich meiner Meinung nach dann doch schon, die Typen hier einfach nochmal auszunoggen. Hier unten ist ein Magisterschlüssel drin. Ja, den habe ich schon einmal gedroppt in dem letzten Fight, in der letzten Folge. Hm. So. Ich würde gerne noch schnell den Rest hier, der hier irgendwie noch so rumeiert, looten. Und dann
ja, würde ich sagen, räumen wir innen drin einfach mal die komplette Feste leer. Ja, das nächste, was ich auch hier looten will, ist das hier. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, hier an der Statue ist nichts mehr rot. Das ist saunice. Das heißt, man kann das jetzt guten Gewissens einfach mal alles mitnehmen. Also guten Gewissens, ja, weiß ich nicht. Weil hat ja einen Grund, warum es nicht mehr rot ist. Ich vermute mal, weil wir entweder die Magister oder diesen einen Dominik, der hier davor immer gesessen hat, naja, einen Kopf kürzer gemacht haben. Soll keiner auf jeden Fall ist hier interessiert. Richtig, es sind halt einfach auch ein Haufen Sachen hier, die heilen können, ne? Mitten im Kampf, wenn man halt mal keine Heiltränke hat. Hast du eigentlich mal geguckt, wie du grundsätzlich ausgerüstet bist? Also Heiltränke habe ich schon mal nicht. Genau, okay, sowas meine ich. Oh, was ist das? Mittlerer Verstandtrank. Wie nice ist das denn? Der war hier in der Vase drin, neben dem Bild. Mhm. Mittlerer Verstandtrank. So, oh, ich nehme echt jeden Scheiß mit, darf ich dir das mal sagen? Ja, alles, so, was ich noch kaufen kann, ist okay. Ja, doch, wirklich. Wirklich jeden Kram irgendwie. Da war nochmal die Geschichte der sieben Götter. Bitte? Du bist zu schwer. Ja, ich bin zu schwer. Ich habe in der letzten Folge deinem Charakter schon mal irgendwie Stuff gegeben. Deswegen trägst du zum Beispiel auch ein Ölfass mit dir rum, weil ich das einfach nicht mehr tragen konnte. Ja, warum willst du denn auch ein 60 Kilo Ölfass mit dir rumschleppen? Weil ich da draus habe ich eine Brandbombe, eine Feuersturmgranate gemacht, die du mit dir rumträgst. Mhm. Schöne Sache. Und genau, jetzt muss ich gerade mal gucken, was ist denn jetzt so schwer, bitte? Wahrscheinlich die Blumentöpfe, die ich eingesammelt habe. Ja, die kosten halt irgendwie alle 20. Wie viel hast denn du noch? Ich gebe dir mal ein paar Blumentöpfe. Kann ich das so machen? An Fane, ich gebe dir mal ein paar Blumentöpfe. Kann ich mein Inventar verschließen? Nein, du wirst zugemüllt. Die sind null wert. Warum nimmst du Blumentöpfe mit? Stimmt, die sind null wert. Okay, dann schmeiß sie weg. Sorry, ja, wenn sie null wert sind, dann macht das keinen Sinn, dass hier es irgendwie viel ist. Null wert. Fallen lassen. Ich hab das halt einfach angeklickt. Ich hab's gesehen. Also los, komm. Also so. Leute, ja. Das ist so richtig kleptomanisch, ja. Du, das, es liegt da rum. Man kann's mitnehmen. Also was soll das? Warum spiele ich eigentlich Dieb in meiner Dingsliebe? Das passt viel mehr zu dir. So, okay, dann krieg ich hier mal diese Kappe endlich mal. Wie sieht denn das aus, wenn ich die anmache? Wow, okay. Was trägst denn du für eine Mütze? Ich? Mütze? Leder. So, Greasy Cap. Was kann die? Drei physische Armor. Okay, drei physische Armor. Genau. Gib mir die mal. So. Ich habe dir eine andere reingeworfen. Mhm. Hast mir einen Lappen gegeben. Ja, das Ding habe ich vorher getragen. Also ist jetzt aber besser als das, was du aktuell trägst, glaube ich. Ja. Dann habe ich hier noch Stiefel. Da überlege ich ja fast, ob ich die nehme. Was hast du für Stiefel? Zwei physisch. Nur zwei physisch? Yep. Okay. Nur zwei physisch. Dann tauschen wir das mal so. Dann gib mir mal deine Stiefel. Die kriegt dann nämlich dann der gute Fane und du kriegst die ich dir gerade gegeben habe. Und der Fane kann dann nochmal wird ein bisschen besser, aber nur unwesentlich. So. Schlammige Fäustlinge habe ich hier noch. Die sind relativ schlecht, aber wenn man nichts Besseres hat, ist es halt eine Alternative. Du hast, glaube ich, was Brauchbares, Handschuhe, ne? Ein Magic für physisch. Okay, ich habe jetzt hier nochmal Handschuhe mit zwei physisch, also die sind halt ein bisschen für den Po. Hm. So. Ja, ich habe noch eine Schale, die nichts wert ist, die behalte ich aber. Gut. Ah, dann habe ich noch die Finesse-Geschichten, aber die können wir ja alle aktuell nicht tragen. Okay, dann können wir uns, glaube ich, erstmal weiter bewegen. Genau, ich würde gerne nochmal an den Anfang der Karte, wobei, da wisst ihr, was wir da machen, da teleportieren wir uns. Weil da gab es meiner Meinung nach, wieso kann ich mich hier nicht porten? Kann man sich, klar, wird, ach, wird mal jetzt verwendet. Achso. Dann porte du dich mal zuerst, genau.
Den Kopf senkt und stilles Gebet zum über den Vorhandensein des Schreins in dieser göttlichen Welt spotten. Ja, Kopf senken, bla bla bla. Das war der Strand. So. Dann müssten wir rein theoretisch von hier aus da hochkommen. Wir haben irgendwann mal ganz am Anfang haben wir mal von hier aus nicht nur die Fässer hier oben gesehen, sondern am Ende der Brücke auch eine Kiste. Und ich habe es irgendwie total verpeilt. Mir fiel es dann jetzt aber, als ich die letzte Folge beendet habe, fiel es mir wieder ein, na, dass wir ja jetzt den Teleport haben. Ungültiges Ziel? Ich weiß, ja, ich weiß ach, du bist ein Blödmann, weißt du das? So, okay, ist egal. Ich glaube, du musst die Echse porten. So, zack. Ist doch jetzt schon wieder vorbei, kannst dich auch porten. Zu spät. Wobei, ich, weißt du, was ich mache, weil ich ja nett bin, porte ich so. Nehme ich dich mit. Sehr freundlich. So. Dann ziehen wir, die können da unten stehen bleiben. Okay, ist kein Problem. Dann wird hier mal ein bisschen gelootet. Okay, das Fass hat sich richtig gelohnt. So. Dann gehen wir mal hier weiter und gucken mal, hier liegen noch mehr Kisten rum. Okay, hier haben wir noch ein paar Stiefel, die sind richtig gut. Nicht wirklich. Egal. Ich hoffe ja so ein bisschen was auf die Kiste da hinten. Wenn die da so schön ausgestellt steht und man soll hier sich dran erinnern. Komm, die steht hier vorne direkt an der Kante. Bist du gerade runtergefallen? Ich wollte es schon mal ausprobieren. Also ich wusste eigentlich, was passiert, aber ich wollte es mal sehen. Ach nee, du bist hier über diese Ranken gegangen, ne? Genau. Ah. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine ungewöhnliche Rüstung, okay. Und wir haben hier ein Zweihänder und ein bisschen Gold, okay. Dann gehen wir mal zurück. Du bist jetzt einmal außen rum geeiert, ne? Ja. So, ich wollte mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch mehr ist. Was ist das hier? Ach, guck mal. Warte mal. Geht das? Ja, das geht. Sehr schön. Soll ich dich nochmal hochholen? Willst du nochmal mitkommen? Ich habe hier noch einen Weg gefunden. Nö, ist okay. Mach mal. Ich schau dir zu. In der Vogelperspektive. So, ist hier noch irgendwas? Kann ich hier alt drücken? Der Berggipfel. Ist hier? Na, da oben. Vipernzunge, Einhandschwert. Okay, nice. Eine Geldbörse und noch eine Leiche. Und was ist denn das hier oben? Ist das ein Wagen? Nee, das ist so eine Riesenarmbrust, oder? Wie nennen die sich? Bastille? Nee. Weißt du, was ich meine? Balliste. Balliste, genau. Danke. Ah, ist hier noch mehr? Jetzt muss ich mir gleich mal das Einhandschwert angucken. Bin mir nicht sicher, was es sein soll. Aber könnte sein. Okay, so. Dann komme ich mal schnell zurück. Rein theoretisch ist unsere Folge sogar schon wieder zu Ende. Aber den Moment haben wir vielleicht gerade noch. So. Zack. Und dann will ich mal schauen, was trägst denn du aktuell für eine Einhandwaffe? Ich trage momentan eine Axt, die 7 bis 8 Schaden macht. Eine Axt, die 7 bis 8 Damage macht. Irgendwas Besonderes drauf? Ich habe sie mal unequipped, dann kannst du sie im Inventar anschauen. 7 bis 8 Damage. Okay. Warte, guck ich mal kurz. Wo ist er denn? Da. 7 bis 8. Ah, dann ist deine eine Waffe sogar noch besser als die, die ich jetzt unequippen würde. Ich habe nämlich noch eine Einhand-Axt mit 6 bis 7 physisch nur, aber sie hat 5% kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Ist halt die Frage, ob es dir das wert ist. Das andere, was ich noch habe, was ich auch behalten würde, das macht halt zusätzlich Luftschaden. Dann würde ich mir nämlich jetzt ganz frech, würde ich mir dieses neue Einhandschwert geben. Damit würde ich nämlich meinen... Oh, da ist ein Stärke und ein Kriegsführung drauf. Na, herzlichen Glückwunsch. Nice. Sehr schön. Achso, ich habe ja noch... Ne, das ist dann die. Sechs und neun. Oh, das würde sie auch. Was trägst denn du aktuell oben rum? Helios Clay, die hat 2 magisch und 9 physisch. Und ein paar nette Sachen. 5 HP. 2 magisch und 9 physisch. Und was heißt ein paar nette Sachen? 5 HP, Fire Resistance, Earth Resistance 5% und ich reflekte 10% des Nahkampfschadens als Feuerschaden.
Ah, okay, das ist eigentlich ziemlich nice, weil ich habe noch eine Schlangenlederrüstung gefunden. Die hat 6 magisch, 9 physisch und hat plus 1 Prü. Also Feuer. Ah, okay. Ja, der wäre, glaube ich, jetzt die mehr magisch nicht unbedingt wert. Die anderen Sachen, die da draußen sind, sind ganz nett. Aber jetzt so Pyro. Okay, nee, dann gebe ich das Pyro, gebe ich dann dem. Wenn da jetzt Kriegskunst drauf wäre oder so. Nee, dann gebe ich das dem Fane, weil der kann damit tatsächlich was anfangen mit dem Pyro. Okay, und sie ist sowieso schon besser Was würdest du für Lose besser finden? Lose trägt aktuell 5 und 8, also 5 magisch, 8 physisch. Und ich hätte jetzt eine Alternative, da könnte ich auf 8-2 wechseln. Ich glaube, das 5 und 8 ist besser, ne? Was war denn Lose überhaupt nochmal? Lose ist eine Verzauberin, also eine Mage. Okay. Ich glaube, das lasse ich so. Ja. So, du hast noch einen Zweihänder, dann gebe ich dir den auch gerade mal nach oben, dem roten Prinzen geben, so. Das gebe ich mal Showtime. Das hier gebe ich auch dem Showtime. Ja, ist die Frage, ob wir jetzt eventuell noch leveln wollen oder ob wir uns eventuell zwischen den Folgen mal in Ruhe anschauen wollen, was wir leveln können und dann die nächste Folge damit beginnen. Ich glaube, das klingt nach einem Plan, oder? Naja. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Genau, dann sind wir auch schon am Ende für diese erste, für uns für diese erste Folge heute. Ja. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start. Und von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, euer Showtime. Tschüss. Ciao.